Jo, hi, zurück zu Skyrim. Wir wollen ja, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wir hatten ja gesagt, wir wollen nach eigentlich, was ist das hier? Flusswald, ne? Und mit Alvor sprechen. Okay, mal gucken, wie wir da hinkommen. Am Ende des Tages müssen wir hinkommen. Machst du mit oder was? Kommst du mit? Weiß ich nicht. So, mal sehen. Hört zu, ihr solltet nach Einsamkeit gehen und euch dort der kaiserlichen Armee anschließen. Jemanden wie euch könnten wir wirklich brauchen. Und wenn die Rebellen einen Drachen haben, ist General Tullius der Einzige, der sie aufhalten kann. Tritt der kaiserlichen Armee bei. Okay, wir wollen nach. Meinetwegen hier lang. Oh. Seht ihr die Ruine dort oben? Das Ödsturz-Hügelgrab. Als ich klein war, habe ich von dem Anblick immer Albträume bekommen. Warum denn? Drauger, die nachts den Berg hinunterschleichen und durch mein Fenster klettern wollen. Solche Sachen. Ich gebe zu, ich traue den Dingen immer noch nicht ganz. Ah, wie war das denn noch? Puh, Wächterstein. Kriegerstein. Der Zeichenkrieger stehen lernen alle Kampffertigkeiten 20% schneller, ja klar. Dies sind die Wächtersteine. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall im Himmelsrand zu finden sind. Ein Krieger, Louis. In dem Moment, da ich euch sah, war mir klar, dass ihr nicht auf den Wagen gehört. Tja, siehst du? Aha, Diebstein, okay. Und Magier, nicht, wie Krieger ist schon korrupt, also alles gut. Okay, komm, let's go. Oh, was war hier? Hört zu, wenn ihr mich fragt, habt ihr euch eure Begnadigung bereits verdient? Aber bis wir uns das von General Tullius bestätigen lassen können, oh geil, mit Lachsen hier. Kaiserlichen Soldaten besser aus dem Weg und vermeidet Komplikationen. In Ordnung. Ja, ist ja Jutti. Komm, lass mal hinlaufen. Oh. Oh, hilf mir mal, Junge. Bam. Junge, Junge. Wolfspelz, keine Ahnung, vielleicht kann ich den gebrauchen. Okay, der Kollege kommt jetzt erst dahin angelaufen. Aber das, zu Fuß ist der nicht gerade gut drauf. Aber das Wasser ist auch cooler gemacht, ne? Hier sieht man schon alles netter. Okay, komm. Lauf. Kann es auch wieder einpacken. Ein Häschen. Okay, Flusswald, okay. Da ist der Schmied. Feendal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer wieder erklärt habe. Ja, soll auch so bleiben. Hier sieht es so, ja komm. Kommt, da ist mein Onkel. Hallo. Nee, nicht stehen, ich will nur mit dem reden. Hier in Flusswald bekommen wir nicht jeden Tag Besuch. Natürlich. Nehmt euch, was ihr braucht. Aber was soll das alles? Was macht ihr zwei denn hier? Brot, Dietrich brauche ich. Käse, lecker, lecker. Eisenbarren. Met nehme ich auch mit. Karotten, Apfel, alles gut. Tonika, brauche ich die? Nein. Aber Zaubertränke, 3 Stück, sehr geil. Okay, Vino ist eigentlich auch nicht schlecht. So, die Tunika brauche ich aber nicht. Okay. Was? Ein Drache? In Helden? Das erklärt, was ich vorhin sah. Etwas flog das Tal hinunter, von Süden kommend. Ich hatte gehofft, es sei nicht das, wofür ich es hielt. Ein Drache? Hier in Himmelsrand? Was ist nur los mit dieser Welt? Erst der Krieg, jetzt auch noch Drachen.
Ein Unglück kommt selten allein, heißt es. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Ja, logisch kann ich das. Okay. Sprich den Wallen. Okay, habt ihr Vorräte, die nehmen können? Haben wir, können wir... Überquert den Fluss und haltet euch da nordwärts. Ihr werdet darauf stoßen, gleich hinter dem Wasserfall. Wenn ihr in Weißlauf ankommt, dann geht einfach immer weiter nach oben. Habt ihr den Gipfel erreicht, steht ihr vor der Drachenfeste, dem Palast des Jarl. Okay. Jarl Balgruuf, er regiert das Fürstentum Weißlauf. Ein guter Mann. Vielleicht etwas zu vorsichtig, aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Bislang ist es ihm gelungen, sich aus dem Krieg herauszuhalten. Aber dieser Zustand wird nicht lange währen. Ich glaube, dass er weder Ulfric noch Elisif sehr schätzt. Und wer kann es ihm verübeln? Aber zweifellos wird er sich dem Kaiserreich gegenüber als loyal erweisen. Er ist kein Verräter. Mhm. Natürlich. Himmelsrand war schon immer ein Teil des Kaiserreichs. Das soll nicht heißen, dass ich alles billige, was das Kaiserreich in letzter Zeit getan hat. Aber die Nord waren nie Schönwetterfreunde. Oh ja, wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Fangt ruhig an. Ein Eisendolch. Ich lese das noch weiter. Ich vergaß, ihr seid ja neu in Himmelsrand. Jarl Elisif, sollte ich wohl sagen. Aber auch nur, weil sie mit Jarl Torrik verheiratet war, als dieser ermordet wurde. Ulfric hat Torrik ermordet, wisst ihr? Ist einfach in seinen Palast in Einsamkeit hineinspaziert und hat ihn getötet. Ihn zu Tode gebrüllt, wenn man den Geschichten Glauben schenken soll. Das hat diesen ganzen Krieg entfacht. Das Kaiserreich konnte das nicht ignorieren. Wenn die Jarl anfangen, einander zu töten, kehren wir zurück zur Barbarei früherer Tage. Okay. Was habt ihr zu verkaufen? Ja, der hat bestimmt coole Sachen. Wollen wir euch schützen oder Schaden austeilen? Okay, was hat er? Er hat... Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? So, also das ist unsere Loredana Chantal, ne? Ich kann ja mal mein komisches, achso, ich habe zwei Langbögen, okay, einen davon weg. Schwing! Okay, das gab Kohle. Und ich habe doch noch bei Bekleidung den komischen Eisenschild, den schleppe ich hier rum. Was bringt der? Der ist Rüstung, Gewicht, Wert 20, also 20 Mäuse kriegt dafür. Na gut, ach komm, ich wollte aber was Klingen, kaufen, komm, zeig mal. Helme. So ziemlich alles, was ihr braucht. Bekleidung. Oh, geil. Plus 4. Schwing. Wird's nicht genug Gold. Was kostet denn? 94? Ne, 182 kostet. Ja, okay, verstehe. Oh, die kosten alle, ey. 70, egal. Okay, ich baue jetzt erstmal... Gerdus Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben die Mühle. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. Ja, Schwerterschleife, bis sie nicht mehr da sind, ey. Da wir Kein euch Problem, nutzen, klar. Wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Ja, mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Die Leute regen sich zu Recht darüber auf, dass diese verdammten Talmor herumlaufen und Leute verhaften dürfen, nur weil sie Talus anbeten. Aber war es das wert, Himmelsrand und vielleicht sogar das Kaiserreich zu zerstören? Nein. Ulfric wird allerhand auf dem Gewissen haben. Die Nord haben das Kaiserreich immer unterstützt. Und das Kaiserreich war immer gut zur Himmelsrand. Okay.
Daran ist der Vertrag schuld, der den großen Krieg beendete, wisst ihr noch? Als der Kaiser von den Talmor gezwungen wurde, die Anbetung von Talos zu ächten. Wir haben dem nicht viel Beachtung geschenkt, als ich noch ein Junge war. Alle hatten noch ihren kleinen Talos-Schrein. Aber dann haben Ulfric und seine Söhne von Himmelsrand Krach geschlagen. Und das Kaiserreich sah sich gezwungen, hart durchzugreifen. Leute mitten in der Nacht zu verschleppen, das ist einer der Hauptgründe für diesen Krieg, wenn ihr mich fragt. Okay, alles klar. Lass uns mal die Schmiede benutzen. Talos sei Dank. Eure Bekanntschaft hat mir von den Geschehnissen in Helgen berichtet. Eisendolch. Möchtest du den Gegenstand herstellen? Also Schaden, bla bla bla. Erforderlich. Eisenbarren 3, Lederstreifen 2. Und ich habe, wo steht das? Klappt, oder? Sigrid wird euch etwas zu essen. Okay. Dann könnt ihr uns erzählen, was passiert ist. Und die kann ich ihm jetzt womöglich verkaufen, oder was? Ah, ne. Benutze, okay. Es sind Tierhäute zu Leder zu verarbeiten. Okay, ich habe aber keine. Doch, ich habe ja diese Wolfsdinger, oder? Ja. Ah. Okay, jetzt habe ich coole Lederstreifen. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Was brauche ich hier, um nochmal so ein Dolch herzustellen? Eisen. Eisendolch. Okay, jetzt habe ich keinen Eisenbarren mehr, muss ich mal Eisen besorgen, okay. Cool, okay, jetzt gucken wir mal, warte mal, ich kann ja hier noch... Okay, Panzerhandschuhe, benutze Werkbänke, Rüstungen zu verbessern, alles klar. Die Stiefel, was kann ich da machen? Ein bisschen verbessern. Oh, cool. X herstellen. Okay, die sind dann cooler. Kann ich ihn nochmal verbessern? Ne, aber den hier. Komm. Okay, brauche ein bisschen was mehr dazu. Aber ist cool. Da kann ich Rüstung verbessern. Was kann ich hier noch machen? Achso, da kann ich das... Ganze Zeug, Baumaterialien, sonstiges Schmuck, Leder. Okay, Ledereisen. Ich kann alles Mögliche machen, okay. Soweit ich mich erinnere, ist doch hier drüben so ein Shop, ne? Ah ja. Ne, Moment mal. Was? Ne, da darf ich natürlich nicht rein, das ist nicht meins. Ne, den Laden meine ich hier, okay. Da kann ich rein. Oh, bitte mal das Ding zurückpacken. Nun. Einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na, ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswaldhandelskontor hat noch geöffnet. Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. Mhm. Wirklich? Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Okay, gucken wir mal, ob wir die irgendwo kriegen. Holen wollt, solltet ihr zum Ödsturzhügel graben. Das also ist euer Plan, Lukan? Je eher ihr die Klaue findet, umso schneller. Oh, etwas hiervon, etwas davon. So, ich könnte ja mal meine Dolche hier verkaufen, ne? Wie viel habe ich denn davon? Jetzt mittlerweile 4 Eisendolche, kannst du alle haben, Junge. Ching ching. Oh, ich habe 106 Gold. Schling. Eisenpfeile. Eisenschwert. Ich hau sowieso beidhändig, ne? Komm, wir hauen mal das Schwert auch weg. Streitkolben. Was ist denn der? Beidhändig? Weiß ich gar nicht. So, Bogen nehme ich mit. Bekleidung. Oh, den können wir auch. Können wir nur verchecken, ne? 53. Hier, komm, gib mal her. Zaubertränke, Essen,
Okay. Alles gut. Okay. Und denk mal, wir haben eine Quest jetzt gekriegt, ne? Ja, Nee, Quest ist jetzt natürlich doch nicht hier. So, Verschiedenes. Bringen Eisen durch. Aha, bringe einen Eisen durch zu Alvor, steht. Dritter Kaila sind noch nie bei, haben wir auch noch nicht. Goldene Klaue, okay. Das ist aber eigentlich jetzt erstmal die Quest, die wir machen. Ja, ist ja gut. Ach, wirklich? Nun, ich glaube, euer neuer Helfer hier braucht einen. Komm, pack ein, genau. So, ich glaube, hier konnte man auch rein und sich ein Bettchen kaufen, ne? Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Okay. Alchemie. Solange ihr hinter euch aufräumt. Ihr wisst, wie man es benutzt. Mischt ein paar Zutaten zusammen und wartet ab, was geschieht. Etwas weit. Okay. Es ist schwierig. Braucht ihr ein Zimmer? Sprecht mit Delphin. Werft einen Blick darauf. Was hat er anzubieten? Essen, Zutaten. Okay, ich kann von mir irgendein Zeug... Ja, wenn ich irgendeinen... Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Lehn der Strom, okay. Man flüstert sich einiges zu. Aventus Aretino, ein Junge aus Windhelm. Er will... die dunkle Bruderschaft kontaktieren. Oh nein. Was ist das? Wollt ihr euch in die Luft sprengen? Das macht Magie angeblich mit einem. In Winterfeste gibt es eine Akademie, an der Magie unterrichtet wird. Wenn sie nicht auch schon in die Luft geflogen ist. Es ist viel sicherer, wenn der Zauberer des Jarl einem ein paar Sachen beibringt. Bis okay, keine Gerüchte, wie sieht's aus? Ja, komm, wie sieht's aus, bist du? Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Hey, wieso denn? 10 Goldstücke? Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Okay. Und jetzt kann ich da rein, oder was? Muss auch mal Platz machen. Es heißt, Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen entkommen. Jetzt wird der Krieg nur noch schlimmer werden. Okay, lass mich doch da mal rein, weil wenn das hier mein Zimmer ist, dann kann ich doch hier irgendwo schlafen, oder? Das Bier wird schlecht. Ihr habt offenbar doch keine Kartoffeln Zimmer. In den Ohren. Okay. Sorgt nur dafür, dass wir bald nachschauen. Wo ist mein Zimmer? Ja, wo ist denn mein Zimmer? Da geht's raus, ne? Nein, das ist mein Zimmer. Schlafen. Ah. Vielleicht ist das mein Zimmer. Flupp. Schlafen. Einfach mal. Jetzt ist AM. Lass mal ein bisschen schlafen. 8 Stunden schlafen, 10 Stunden schlafen. Ching. Ah, sehr schön. Absolut ausgeruht, sehr gut. So, ich glaube auch. Ich weiß gar nicht, ob man da jetzt. Ne, ich hau ab. Auch ja, Getränke. Ich gehe schon. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Okay, Himmelsrand. Also, wir machen uns auf den Weg. Lass mal kurz gucken. Ah, Steuerung ist noch ein bisschen hakelig. Ey, hab ich echt noch nicht drauf. So, wir wollen da oben hin. Ey, Alter. Das müssen wir über einen Fluss auf jeden Fall mal irgendwo. Vielleicht hier. Und dann rauflaufen. Weißlauf. Okay, wir versuchen mal. Wir versuchen es einfach mal nach Weißlauf. Ist eher so jetzt diese Richtung. Mal gucken.
So, wo steht's denn hier? Blablabla, Windhelm. Alter, keine Ahnung, lauf mal hier rauf. Weißlauf. Also über den Fluss sind wir jetzt gerade, ne? Sind wir über den Fluss? Ja, cool, okay, dann brauchen wir eigentlich nur laufen. Ja, laufen. Grafisch ist das schon netter, ne? Oh, bist du böse? Ja. So, Wolfie. Fels nimmt mir also Fels. Pelz nehmen wir mit. Weil, laufen. Weil, kann ja nicht schaden, weil wir brauchen ja, um alles Mögliche zu basteln, Schmiede, Kunst und sowas, müssen wir das schon alles vernünftig. Ach, shit, ist hier einfach Ende, ist schon Sendeschluss. Scheiße. Ah, weiterlaufen da hinten. Um das zu bauen, brauchen wir natürlich jede Menge Rohstoffe. Müssen wir mal gucken, wo man die alle herkriegt. Ich erinnere das überhaupt gar nicht mehr alles. Aber Fell vom Wolfie ist ja schon mal nicht so schlecht. So, hier kommen wir aber nicht weiter rauf, ne? Maximale Verarsche. Aber da hinten ist diese Ruine. Also wenn eins klar ist, bei Skyrim müssen wir die ganze Karte abgrasen, nicht so riesig. Das werden bestimmt 1 Milliarde Folgen. Und wen haben wir hier? Das ist doch bestimmt irgendeine alte Räuberhöhle. Sind die freundlich oder nicht? Nein, die scheinen nicht freundlich zu sein. Ja, Überraschung. Oh. Oh, das ist auch nicht blöd. Oh, doch. Mal gucken. Das hat er am Start Dietrich sehr gut. Fellrüstung schockt natürlich nicht. Streitkolben wollen wir nicht. Okay, aber da hinten jetzt die Dame. Oh, Alter, der ist bestimmt gut. Der Bandit. Oh, doch nicht. Na gut. Eisenschild Dietrich. Eisenrüstung, Alter. Kann ich die mitnehmen? Eisenrüstung, Eisenhelm, Eisenstiefel. Okay, sehr geil. Würde ich dann eigentlich gleich anlegen wollen, oder? Ja. Objekte. Bekleidung. Der Helm ist schon mal 3+. Rüstung 2+. Stiefel 4+. Sehr geil. Handschuhe sind natürlich im grauen Kack. Okay, den ganzen anderen Killefits behalten wir, aber das ist ja schon mal nicht so schlecht. Ja. Euer Kopf gehört mir! Oh. Ah, tut mir leid. Eisenfall. Dietrich und Gold nehme ich mit. Beschlagene Rüstung bringt mir nichts. Ja, ein Eisendolch brauchen wir auf jeden Fall noch. Wir sollen einen abgeben. Eisenfall nehme ich auch mit. Oh, schön. Wie seht das? Schling. Okay, ich geh mal rauf. Ich wollte eigentlich nur mal hier so ein bisschen rumgucken. Was ist das Geile bei Skyrim? Ey, da spielst du. Willst eigentlich nur mal ein bisschen gucken und kommst irgendwie gar nicht weiter. Kannst dann nur am Forschen und Gucken und Machen bist. Aber komm, wir gucken jetzt erstmal hier weiter. Was haben wir hier Schönes? Ah, eine Kiste war ja klar. Mit schönem Zaubertrank und Amulett. Alles easy. Ich weiß gar nicht, Amulett konnte man das anlegen? Lass mal eben gucken. Bekleidung. Das Amulett kann ich das anlegen? Ja, gut. Okay, was bringt mir das? Mal eben gucken. Gewicht, Wert. Magika regeneriert sich. Okay, das ist cool. Na gut, den anderen Kram können wir eigentlich wegballern, ne? Diese ganze Rüstungskram, den wir da mitschleppen. Hab gar nicht geguckt, wie viel können wir tragen. Nee, lass mal gucken, wie viel können wir tragen. Wir haben 106 von 300, okay. 200 Gold schon, naja, geht doch. Da hätten wir jetzt noch schön noch was kaufen können vorhin. Aber naja, jetzt müssen wir erstmal einsammeln hier. Mal schön gucken, den haben wir. So, ich wollte eigentlich gar nicht rauben. Mal kurz auf die Karte schauen. Wir sind hier und wenn wir jetzt hier durchkämen, wäre das natürlich nicht so schlecht, ne?
hier so rum quasi. Ja, geht. Oh. Oh, geil, was ist da hin? Das ist diese, oh, wo er sagte, die Ruine. Oh, da kriege ich immer Albträume und so weiter. Okay, nichtsdestotrotz. Ja, ich würde das gerne überschreiben, also ich habe nichts dagegen, okay. So, ist hier irgendjemand? Oh ja, sind welche, und zwar nicht zu knapp. Und die sind nicht friendly. Oh! Katschau! Okay. Der hat hinter sich aber auch schon ein paar Pfeile abgekriegt. Oh, er ist auch beidhändig. Ah, der zieht mir irgendwie einen ab. Wenn ihr tot seid, kann ich euch wehren. Ja, glaube ich. Neue Stufe. Oh, wie geil. So, wo ist er denn? Ah, da drüben. Zack. Okay, freundlich ist anders, aber so ist das halt normal. Oh, ist das hier ein Eingang? Jo, Alter. Will ich das auch machen? Aber natürlich will ich das. Oh Mann, ich komme ein bisschen vom Weg ab, ne? Oh Mann, was ist hier passiert? Der Bandit. Oh, Dietrich, Gold. Okay, das brauche ich nicht. Was ist hier passiert? Ich weiß nicht, ob ich hier reingehen sollte. Hört sich für mich jetzt erstmal gefährlich an, und zwar zu gefährlich. Nee, Leute, das ist ein bisschen zu tough, oder? Nee. Also, ich gehe nochmal raus, weil das ist mir alles ein bisschen... Bin ja nur am Rumlaufen hier. Und kann noch gar nichts, deswegen würde ich mal sagen, vergessen wir das mal. Ist ja nice, aber jetzt lass uns mal kurz gucken. Hier gab es jetzt nicht irgendwie so eine Truhe oder irgendwie sowas, was ich noch Schönes mitnehmen kann. Weil cool ist es hier schon. Ich wollte eigentlich map-technisch ja über den Hügel rüber, also eher die Richtung. Müssen wir uns einfach mal komplett wieder drehen. Aber ich sehe jetzt auch nicht, dass ich noch groß was mitnehmen könnte hier. Ich meine, ich habe noch gar nichts erkundet. Aber ich gehe trotzdem mal jetzt wieder zurück. Wir wollen ja just in die Richtung. Mal eben hier an den Abgrund stellen, mal gucken, wo wir hinlaufen könnten. Ah, wir können sogar runterlaufen, das ist okay. Ja, ist gut. Machen wir da mal. Okay, die Richtung stimmt. Aber es ist noch recht weit, ne? Oh, ein Wolfie. Kommt Wolfie her? Ja, der kommt her. Ja, Saluti! So, Wolfie, sorry. Oh, Wölfchen kullert den Berg runter. Ja. Okay, nehmen wir mit. Ah ja, es ist ja auch mit Flaggen aus. Oh, was ist hier los? Ach, diese scheiß Riesen. Nee, die darf man auf gar keinen Fall jetzt schon angreifen. Da mache ich mal die Fliege. Aber es wäre interessant, das entdeckt zu haben. Hallo. Ah, der wird nämlich sehr sauer. Ja, genau. Jetzt können wir eigentlich nur noch wegrennen. Weil der braucht uns nur erwischen, dann sind wir gleich kaputt. Ja, ist gut, wir hauen ab. Geil, die Sicht ist auch wirklich sehr, sehr nice. Echt. Was denn? Oh, euch habe ich gar nicht gesehen.
Zwei auf einmal ist vielleicht ein bisschen too much. Ihr werdet noch heute sterben. Der ist kaputt. Oh. Komm. Ah, shit. So. Ich glaube, ich sterbe nicht. Oh. Warte mal. Ich nehme auf jeden Fall Gold mit. Eisenrüstung, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Brauche ich nicht. So, Wolfi will auch mal eins drauf. So, sorry, Wolfi. So, Wolfspelz. Und was war mit ihm los? Alter, Kriegshammer plus 5. Ah, nehmen wir mit. Halskette der geringen Magiker. Okay, nehmen wir trotzdem mit. Fellrüstung brauchen wir nicht. Alles gut. Okay, lass uns kurz mal gucken beim... Wenn ich das jetzt umrüste, wie sieht es damit aus? Sorry, Waffen. Die war doof, aber der ist plus 5. Komm, dann nehmen wir den mal. Ja, brauchen wir jetzt nicht. Ist ja gut. Ja, grafisch ist ja schon netter. Das haben sie schon besser gemacht, auf jeden Fall. Schön bunt. Oh, da ist ein Pferdchen. Ne, eine Kutsche. Okay, lass uns gucken. Dass wir da mal reinlaufen. Das ist ein Pferdestall. Ja, alles gut. Mit der Kutsche konnte ich, glaube ich, irgendwo anders hinfahren, ne? Ging das nicht so? Oder wenn man nicht reiten kann, kann man die Kutsche nehmen und irgendwo hinfahren, ne? Soll ich euch mitnehmen? Ja, später vielleicht. Ich muss jetzt erstmal hier rein. Stelle von Weißlauf. Ich habe die schnellsten Rösser in ganz Himmelsrand. Ein Mädel wie ihr braucht bestimmt ein Schlachtross. Keines von ihnen ist älter als 9. Und das jüngste ist 6. Das Pferd, das ich im Angebot habe, ist 7 Jahre alt, aber in guter Verfassung. Und es hat viel Temperament. Das heißt, wir haben ihr den Namen Königin Alfsigre gegeben, oder kurz Ali. Ihr könnt sie aber nennen, okay, wie ihr wollt, sobald sie euch gehört. Okay, was kostet denn? Warum nicht? Ihr könnt eins haben, das bereits gesattelt ist, wenn ihr das nötige Kleingeld habt. Und, was kostet das? Alter, 1000? Ja, Wie nein, 1000 habe ich noch nicht, glaube ich. Oder was haben wir denn reitet überhaupt? Schnell wieder weg. Mal kurz gucken, wo steht das? Objekte vielleicht, warte mal, was haben wir? Gold 200, also knapp 300. Muss noch ein bisschen sparen, du Pferdchen. Ich komme vielleicht später nochmal wieder. So, wir wollen zum Jarl. Clown. Okay. Sehr geil gemacht, ja. Sieht cooler aus, echt. Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Alter. Überreden, stimmt euch, bla bla. Ne, ich komm später wieder schon mal nicht. Flusswald ist auch in Gefahr? Ihr kommt wohl besser herein. Ihr findet den Jarl in der Drachenfeste oben auf dem Hügel. Alles klar, danke. Lass mal reingehen. Ja. Okay, Weißlauf, alles klar. Soweit ich mich erinnere, aber wir brauchen geht's doch mehr hier Schwerter rum und dann rauf und so, oder? Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Der Jarl ist mal nicht ganz da oben drin. Gebt mir euer Geld. Kommt mal hier durch, ja klar. Ich weiß, dass euch eure Familienehre wichtig ist, aber wir können uns das nicht leisten.
geht doch hier rauf irgendwie, ne? Wenn das Ding mich total weg festbackt. Hallo, hallo? Okay, nicht festgebackt, aber irgendwie. Jetzt aber die Jahl ist da oben drin. Ganz geil gemacht, ey, viel besser. Ah, ist auf jeden Fall netter, schön. So, jetzt gehen wir mal rein hier zum guten Jahl. Hallo? Reingehen. Du weißt, ich möchte da rein, genau. Okay, der Jarl sitzt da oben ganz fett auf dem Thron. Was soll ich sonst machen? Gar nichts? Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgrove empfängt keine Besucher. Ich bin der Ansicht, wir brauchen noch mehr Informationen. Warum denn nicht? Und wer ist das? Als Huskarl befasse ich mich mit allen Gefahren, die dem Jarl oder seinen Leuten drohen. Ihr habt also meine Aufmerksamkeit. Nun erzählt. Was ihr dem Jarl sagen wollt, könnt ihr auch mir sagen. Ich denke gerade nach. Ich will mir anhören, was sie zu sagen hat. Also. Flusswald soll auch in Gefahr sein? Alvor, der Schmied, nicht? Ein verlässlicher Bursche, der neigt nicht zu Verrücktheiten. Und ihr seid euch sicher, dass Helgen von einem Drachen zerstört wurde? Es war kein außer Rand und Band geratener Überfall der Sturmmäntel. Bei Ismir, Irelet hatte recht. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr, wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfriks Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug. Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irilet, schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich, die anderen ich gehen. Muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt. Begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Ja, aber das machen wir natürlich erst alles beim nächsten Mal, okay? Also, bis dann, ne? Ciao.